So, ihr ehrenhaften Freunde des Puppenspiels. Jetzt geht es mal weiter im. Aber bevor ich das mache, gehe ich noch mal ganz kurz zum Goldmünzenbaum, damit wir auch immer genügend Sachen zum Respecken da haben. Das wäre schon ziemlich hilfreich. Wobei, viel Respecken brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe starke Waffen. Ich habe. Aber ich bin gerade so doof. Ich hätte das ganze Ergo einfach nutzen können, um nochmal den Speer zu upgraden. Aber ich brauche ja erstmal noch wieder für den Griff. Ne, die ganzen Ergos, das sind nochmal 1000, das sind. Gut, 1900, das ist jetzt nicht mehr so viel. Gelappt, das waren ja 500er, gut 2000. Irgendwas ist, das ist jetzt nicht das Wahre. Das bringt eigentlich nahezu gar nichts. So, dann gehen wir nochmal. Was? Hotel Grad? Venini? Ach, ich muss da eigentlich nur rasten, oder? So, Venini. You may not be aware, but I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. Okay, big news. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever. But this is our last shot. The last clue. If this doesn't break through the static. But the key to all this is Geppetto. Go on and take the wavelength decoder. Even if I failed, you might be able to find more. You're someone who doesn't give up. Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer. Hier. Nachricht des Puppenkönig, was Stargazer? Soll ich das beim Stargazer tun oder was? Ja. Carlo, I hope you can hear me. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. Mm. I'm Romeo. I'm Romeo. You're the best friend. Okay, das ist alles etwas, ja. Das ist halt auch das, was so an Souls-like-Games immer so geil ist. Das ist alles nicht am Anfang alles so scheint, wie es so ist, wie es scheint. Gerade dass Geppetto anscheinend hinter dem ganzen Desaster steht und dass eigentlich der Puppenkönig uns einfach nur helfen wollte, gegen diese Alchemisten und diese Krankheit vorzugehen. Das ist schon, das ist das, was ich meine, dass nicht alles so schwarz-weiß ist. Dass man, wenn man vorankommt, auch ein paar schöne Twists hat. Erstmal den Quarz ausgeben, wenn ich schon einen habe. Ich habe noch nichts hiervon ausgewählt, ne? So, was gibt's denn hier noch? Ein Fable-Slot? Das interessiert mich jetzt nicht. Einsätze von speziellen Schleifern erhöhen. Okay, damit können wir das einmal mehr nutzen. Es ist mir aber momentan so relativ egal, ne? Auch das, gut, damit könnte ich... Ach, ich glaube, der Schleifstein ist echt die beste Wahl, ne? So, was gibt's denn alles im letzten Dings? Das wäre ziemlich brauchbar. Gab's denn nicht noch irgendwas mit Pulszellen? Dass wir noch eine mehr haben? Pulszellen erhöhen, okay, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Kann ich damit was anfangen mittlerweile? Nö. Das ist nach wie vor... Ach, es wird golden mit der Zeit, ne? Die Nase wird golden und ist irgendwie nicht aus Holz, sondern aus Metall. Autsch, das hat weh. Aber jetzt zurück zum, wie hieß es nochmal gleich? Zum Schlachtfeld der Relik des Trismegistus. Ich weiß immer noch nicht, was das heißen soll. Aber ich google dann nochmal nach. Spätestens nach dieser Folge werde ich mal googeln, was das heißt. So, von da kam wir ja hoch, ne? Dann gibt's eigentlich... Ach, okay, da geht's weiter. Ja, da geht's weiter.
Aber ich brauche noch einen von diesen Mondsteinen, ne? Von diesen Vollmondsteinen. Und zwar ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Der Boss kam ja echt schnell in diesem Gebiet, du. So, kommen jetzt noch mehr Puppen oder wieder jetzt Kadaver oder Alchemisten oder was kommt denn jetzt? Ach, Arlecchino, altes Haus. Ich will mit dir reden. Meine Axt ist im Weg. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Oh. I, Alidora. See for yourself. Hast du irgendwas Neues für mich? Nö. Das Ergo habe ich schon. Wiedergeborenen Helden. Gebrochenen Helden. Was war denn der gebrochene Held nochmal gleich? Der gebrochene Held? Ach, war der. Das war der. Der Elektro-Wachmeister am Anfang. There should be something left at the dock. I'm just a guest here. With no special obligation to the hotel. The alchemist said they would help me escape from the city. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was. That's all. There should be something left at the dock. Identität. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another, and I had to kill him. But stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Oh, Parrot. He was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. There should be something left at the dock. Okay, ganz ehrlich. What a murderous air you have. I know what you are. You're Geppetto's puppet, aren't you? If someone isn't trying to kill you, you can't. That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. So, what will it be, Mr. Leave quietly? Or shut up and buy something? You've got to be. Oh, der One-Shot? Ein kryptisches Gefäß! A human. Das gibt mir sogar wirklich Dingsbums hier. Menschlichkeit dazu. Was ist das hier Schönes? Eine Venini-Sammlung. Okay, dann ist es eigentlich klar, wo ich jetzt wieder als nächstes hingehe. Mann, ich wollte eigentlich voranschreiten. Verdammt nochmal. Die Sammlung hätten sie auch schon eher noch vor dem Boss geben können. Immerhin waren vorher zwei Truhen in dem Gebiet. Die eine Truhe war nutzlos. Da war, glaube ich, bloß. Ah, ne, da war ein Vollmondstein drin, das Buntes, glaube ich. Okay, die waren jetzt nicht nutzlos. Aber gut ist auch was anderes. Okay, die Pulszelle mehr, die habe ich jetzt schon bekommen, obwohl ich das noch gar nicht voll habe, das Teil. So, in ihr Waren hinzufügen. Ah, Master Vanini's Collection. The House of Vanini deals only. Neu, noch ein leuchtender Brocken. So, was hast du jetzt Neues? Du hast. Ne, die Ringe habe ich schon gekauft. Perfektionsschleifstein aktiviert vorübergehend während des Blockens perfekten Block. Und zwei Technikkurbeln! Ja gut, Entschlossenheit drauf geschissen, aber okay, ich muss mal ganz kurz das. Moment, mal ganz kurz. Das geht mit, Alter. Perfektionsschleifstein. Das ist halt einfach. Also du kannst. Musst nur Blocken anscheinend halten und kannst perfekt parieren. Perfekt. Perfetto, Alter. So. Ah, Moment. Genau das Gefäß gibt's ja noch. Das Gefäß ist ein Quarz. Che bello! A brand new design. No, a whole new model.
What a thrill! And there we are. The device bordered on genius itself. If you ever meet the creator, get me there. Oh, sorry, I'm sure you're busy. Ich glaube, der ist nicht mehr dazu in der Lage, was entgegenzunehmen. Seine liebe Schwester? Erfahre ich hier überhaupt gar nichts? Warte mal, das ist doch bestimmt für sie, oder? I heard a rumor from a recent arrival. Is Ali Doro truly dead? I don't know what to think. I didn't get to repay him. Honestly, I did think it was strange. The more I saw of him, I wonder what the real Ali Doro was like. What? Wait. I'm confused. What are you talking about? An older brother? This letter sounds like it could be my brother. It sounds foolhardy to jump to conclusions. But it also fits with what happened at the workshop tower. Sorry. It's just so sudden. Okay, ich habe gehofft, dass wenn ich ihr quasi Mitgefühl zeige, dass ich da eventuell noch eine Reaktion kriege. Aber anscheinend ist das wirklich nur für die Quest da, oder? Ja, das ist anscheinend wirklich nur für die Quest da. Das gibt mir nichts dazu. Schade, ich habe anscheinend die Questopfer verhauen. Das ist noch viel besser. Ich kann immer noch mal... Ich kann noch mal mit der reden. What the fuck? I did some sleuthing. My older brother's mark is part of the decryption. I have no choice but to believe it's real. Why did my brother leave? What could it mean if he knew? I'm so angry. Does he think he's better than ever? All I wanted was a chance to meet my real family. Sorry, I'm just grumbling. I should thank you for uncovering this secret. That this was precious. It's the only thing my brother left me, and now I'm giving it to you. You showed me the truth after all. Noch eine neue. Ach, jetzt bekomme ich die Wärme. Okay, die Quest ist jetzt ist vorbei. So, dann werde ich jetzt nochmal. Ach komm. Einfach nochmal. Proposal Flower Wolf Part 1. Christian Wolf. Derzeit, keine Ahnung, gehe ich mal durchs Hotel durch. Oh, ein paar Streichinstrumente. Du hast aber auch nichts Neues für mich, oder? Davon könnte ich noch welche kaufen, die brauche ich aber aktuell nicht. Die kann ich noch theoretisch noch kaufen, aber irgendwie... Stabilisierter alchemistischer Booster. Wachstum der Gold. Ja gut, das brauche ich alles nicht, ne? Das ist alles für mich relativ Wayne. Das ist... Warum kann ich ja da nicht durch, ne? Ach, Mann. Einfach in der Hoffnung, dass die Schallplatte noch etwas Menschlichkeit gibt. Ne? Oh, ach, jetzt ist der Typ hier. Hey, I didn't think we'd meet again. I've just come back from the Relic of Trismegistus. And I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Ali Doro. He's dead. Probably died heroically seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Okay. Ach, den Speer, den würde ich auch gerne haben wollen. Aber schön, dass wir jetzt trotzdem noch Bosswaffen bekommen können, ne? Hat vielleicht die gute alte... Oh, warte mal. Kann ich was Neues spielen? Moment. Einfach mal gucken, ob es geht. Ob wir was Neues spielen können. Die Maske, ne? Die Maske ist... Ich habe halt keine bessere. Und die Brille will ich auch nicht tragen. Die Maske ist aktuell das Beste, was ich habe dahingehend.
Na komm. Hast du dein wunderbares Spiel bald beendet? Eine dunkle Note zum Abschluss. Eine dunkle, tiefe Note mit viel Bass. Okay, das bringt mir genau gar nichts. Habe ich noch ein anderes Gespräch hier? Nö. Nochmal ganz kurz warten, bis das hier zu Ende ist. Ja, noch mehr Wärme. So, stopp. Aber jetzt geht es weiter. So. Mein Gott. Wieder Haufen Nebenquests gehabt, die eine sogar beendet. Wollen wir mal sehen, was jetzt folgt. Kommen wir jetzt direkt zum Dock? Also direkt zu dem weiteren U-Boot oder muss man noch erst noch was machen? Das ist ja ziemlich nice to know. Okay, hier verbrauche ich keine Ausdauer beim Sprinten. Das heißt, es gehört wohl noch zum Hotel oder was? Beziehungsweise jetzt das hier unten noch mit dem U-Boot. Das ist kein U-Boot, ne? Ach, das ist hier gegenüber von dem... Ne, vom Start hier. Das ist gegenüber quasi. Sehr interessant, sehr interessant. Wollen wir mal gucken. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Headquarters, ja, aber die Bruderschaft ist doch jetzt Geschichte nach normaler Vollmondstein. Auch nichts, was mich jetzt ganz ehrlich interessiert. Jetzt mal so zu sagen. Ach, da vorne ist anscheinend auch schon das Dock, oder? Trismegistos. Irgendwelche Gegner, die auf mich warten? Hey, look! That lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Ach, du hast hier sowas zum Motor. Aber mehr als dieses Informationsteil gibt's nicht, ne? Gut, dann ziehen wir mal den Hebel. Und taucht's auf oder kommt's von oben oder so? Es taucht auf. Gut. Wir fahren jetzt direkt los, ne? Okay, ich hätte gedacht, dass man dann noch selber einsteigen muss, aber ne, es geht direkt los. Es geht direkt zu Action. So, dann komm, lad mal schneller. Oh, ein Strand, wie schön. Das Ergo in der Luft. Ich wollte es gerade sagen. Hey, it's Sophia. The fuck? Wie kommst du denn hierher? I am finally meeting you here. You're a clever one, so it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the abbey. Welche? Ich sehe keine. A long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, I will reunite. I'll grant you my power before my spirit diminishes further.
Stargazer will guide you. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. I can't hold out forever. So, ich kann zwar noch hier noch Stufenaufstieg machen, aber es bringt mir gerade nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Okay, das bringt nichts. Ich sehe aber auch wirklich gar nichts. Okay, anscheinend da, wo das Ergo lang fließt, da können wir gar nicht durch. Ach, da hinten ist... Ach, das sind Trugbilder jetzt immer, die uns leiten. Okay. Reden. Sind das unsere Erinnerungen, als wir noch ein Mensch waren? Also, ne? Also die Erinnerung hier von Romeo, der hier, nicht Romeo. Hi. Are you trained to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. Ich meine hier Carlo, nicht Romeo. Die heißen ja fast gleich. Da oben sehe ich noch ein Item. Das sind noch mehr Items. Anscheinend alles Fragmente von Ergo. Noch eine Erinnerung. Ein Sichelmondstein. Na gut, es ist zu diesem Zeitpunkt im Spiel nahezu nutzlos. Aber geschenkt ist geschenkt. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. War Romeo auch mal ein Mensch, bevor er zum Puppenkönig wurde? Ah, noch ein großer Kristall. Nice. Normaler Mondstein. Da kann ich nicht lang. Da oben ist doch ein Item. Ich will ja möglichst alles mitnehmen. Vielleicht gibt es doch einen Vollmondstein. Das wäre ziemlich nice. Noch ein buntes Fragment. Ja, toll. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Gemini, get rid of them. I'm off. Wer war das? War das die Katze? Noch ein drüber Kristall, Alter. Ja, ein Mondstein versteckt da so ziemlich nutzloses Zeug. Ich brauche was Besseres. Ein vollen Mondstein des Bundes. Das wäre doch mal Epic Loot. Da vorne sehe ich ein Leuchten. Wie eine Fackel. Das sollte ich wahrscheinlich hin. Aber erstmal ganz kurz das hier noch mitnehmen. Hier oben liegt nichts rum. Ach, da hinten sehe ich einen Skorpion. Ah, ganz schön. Ja, da hinten ist ja wirklich jemand. Ein versteckter, das ist eine Erinnerung. Das ist auch eine Erinnerung. My God. No. I'm sorry. I was too late. Für was? I wish I got here sooner. If I had known this would happen. Wurden wir von Wärme, noch mehr Wärme. Fragment und unten Stargazer. Wurden wir von Gemini gekillt? Weil das wäre irgendwie. Oder wir wurden überfallen. Weil die war offensichtlich dabei, uns zu helfen. Ja, mehrere von diesen großen Skorpionen. Noch ein Item. Eingang zur Arscheabtei. Oh, die schießen ja auf mich. Ah, und dann noch dieses große Viehzeug. Nee, okay, ich renn durch. Ich geb mal ordentlich Fersengeld. Ich geb da mal ordentlich Fersengeld.
Okay, da muss ich nochmal ganz kurz hin. Ah, noch Hunde. Ganz großes Kino. Ganz großes Arle-Kino. Wurfkugel. Lass mich weg. So. So sagte Pistris. Ja, ist schön, wenn die so sagen kann. Alter, ist ja überall was los. Ja, weg. Okay, du scheißt auf die Kanone, ich muss ja ganz schnell weg. Na du scheiß Köter. Du bist ein One. Ach, die folgen halt immer noch, Alter. Was ist denn hier los? Ist ja mal irgendwo ein Stargazer. Da ist ein Boss. Oder du bist oder ein Halbboss hier, so ein Miniboss. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der Arscher Abtei und bis dahin. Gehabt euch wohl und bis und ja, tschüss halt.